Nicht nur die Stadt Dessau-Roßlau hat mit dem demografischen Wandel zu kämpfen, sondern auch die Sportvereine, denn die werden immer älter. Vergangenen Samstag lud der SV Stahlbau Dessau zum Sportfest ein. Grund dafür war auch der 65. Geburtstag des Vereins. 8 Sportarten bietet der 250 Mitglieder zählende Verein an. Von Fußball über Volleyball bis hin zum Line-Dancing. Viele Sportler kommen im SV Stahlbau auf ihre Kosten. Dabei ist die stärkste Abteilung die Gymnastiksparte, die von 60% älterer Mitglieder besucht wird. Ich gehe mal davon aus, die kommen ja alle so aus dem näheren Einzugsgebiet hier und hier wohnen eben viel Ältere. Und als älterer Mensch, wenn man dann Rentner ist, hat man vielleicht das Bedürfnis, sich noch ein bisschen zu bewegen und deswegen kommen sie eben zu uns. Und wir bieten ja eigentlich alles. Wir haben einen herrlichen Mehrzweck-Sportsaal mit Parkettfußboden und mit allen Geräten, die man braucht dazu. Und wir haben ausgebildete Übungsleiter, sodass das hier eigentlich ganz gut läuft. So. Bei bestem Wetter und guter Laune wurde gefeiert und vor allem Sport getrieben. Daneben gab es weitere Highlights, wie zum Beispiel eine Tombola mit attraktiven Gewinnen. Natürlich gehören zu einer Geburtstagsfeier auch Gratulanten, die kamen mit verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel die Modellflieger des Luftsportvereins Hohe Junkers. In seiner 65-jährigen Geschichte feierte der SV Stahlbau schon einige Siege und zeigt mit den gewonnenen Pokalen die Erfolgsgeschichte, mit dabei auch die Trophäen der erfolgreichen Fußballmannschaft. Karl-Heinz Baschlau erzählte uns, was den Verein so besonders macht. Wir haben ja dieses schöne Sportheim hier, das also im Jahr 1980 hier fertiggestellt worden ist mit 45.000 freiwilligen Arbeitsstunden, wo also eine Menge Leute hier was geleistet haben. Und das verbindet natürlich auch bis in die heutige Zeit hinein immer noch. Es gibt immer noch einige von den alten Leuten, die immer noch hier ihren Sport treiben oder sogar als Übungsleiter tätig sind. Ja, und letztendlich wollen wir das auch allen zu Ehren, die hier diese Arbeit geleistet haben, aufrechterhalten und arbeiten dran, auch das zu erhalten. Bekannt geworden ist der SV Stahlbau auch durch die Kegelmannschaft, die allerdings nur noch aus 10 Mitgliedern besteht. Dennoch gibt es neben der alten Kegelbahn auch eine neue, die erst vor einigen Jahren saniert wurde und sogar für internationale Wettkämpfe zugelassen ist. Auch hier möchte der Verein wieder an den Erfolg anknüpfen und hofft auf Nachwuchs. Wer also Interesse hat und eine der Sportarten mal genauer kennenlernen möchte, kann sich auf www.sv-stahlbau-dessau.de ausgiebig informieren.